Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum aktuellen FRM-Regionalmagazin. Auch in dieser Woche gibt es schöne und interessante Themen, also unbedingt dranbleiben. Und für die Moderation dieser Sendung habe ich mich natürlich besonders vorbereitet, denn wir sind wieder mal auf dem Weinberg Gut Pesterwitz hier zu Gast, neben mir Lars Volde. Herzlich willkommen. Herr Volde, hallo. Wunderbarer Sonnenschein. Weintrauben, Idylle pur, was kann es Schöneres geben? Aber ich sehe schon, der Wein 2015 muss noch ein bisschen hängen bleiben. Ganz fertig ist er noch nicht. Wann wird es denn soweit sein? Was glauben Sie denn? Ja, also wir stehen hier vor dem Weißburgunder. Also der wird noch gut 8 bis 9 Wochen hängen. Das ist noch eine lange Zeit. Und ja, man berichtet immer schon bei Zeiten, wie das Weinjahr wird. Aber das ist schwer vorauszusagen. Auch in den nächsten 8 Wochen kann noch viel passieren. Aber wir sind erstmal im Großen und Ganzen mit dem blauen Auge davongekommen und sind eigentlich zufrieden, wie sich der Jahrgang darstellt. Zumal es ja keinen richtigen Winter gab. Es gab überhaupt keine Frostschäden, sodass man diese Probleme erstmal nicht hatte. Zur Blüte war sehr schönes Wetter. Man sieht, dass fast jede Beere hier befruchtet ist. Aber es gab eben auch ein paar Extreme dieses Jahr, die es zu umschiffen ging. Wir haben ja auch eine extreme Trockenheit, kann ich mal sagen, also Hitze von bis fast 40 Grad und jetzt wieder der starke Regen. Wie haben das die Beeren, die Trauben verkraftet? Also den Regen auf jeden Fall besser wie die Hitze. Der war höchste Eisenbahn, dass der dann kam. Es war ein großes Defizit im Boden. Und wenn der Wein schon mit die Blätter kringelt, dann ist es schon extrem, denn er wurzelt sehr tief im Boden. Er geht bis zu 7 Meter runter mit den Haarwurzeln, wenn er das muss. Und die Obstbäume waren genauso gestresst, auch Erdbeerpflanzen. Es war schon kritisch. Aber wir sind froh, dass der Regen gekommen ist. Aber Sonne gehört natürlich auch zum ordentlichen Weinjahr. Und darauf freuen wir uns vor allen Dingen jetzt im Herbst. Im September, wenn ein schöner Altweibersommer kommt, das ist eigentlich jetzt das A und O für eine schöne Weinreife, dass die harmonisch ausreifen können, damit wir nicht die Probleme bekommen wie im letzten Jahr, wo der September so verregnet war und eigentlich dann die Nässe und die Fäulnis dann so den Erntetermin bestimmte, das war dann unschön. Also man muss immer mal nach oben gucken und dann den optimalen Termin für die Lese bestimmen. Herr Volde, vielleicht verraten Sie mir noch ganz kurz, wie viele Sorten bauen Sie denn hier eigentlich an auf dem eigenen Weinberg? Ja, wir haben hier 8,4 Hektar Rebfläche. Das ist für Sachsen schon ein größerer Weinberg. Ja. In anderen Regionen redet man gar nicht drüber über die Fläche. Und da haben wir hier 10 verschiedene Rebsorten, 8 weiße, 2 rote und können daraus 14, 15 verschiedene Weine jedes Jahr herstellen. So, liebe Zuschauer, wir werden uns gleich im Hofladen die aktuelle Weinkollektion von 2014 anschauen. Bevor es soweit ist, gibt es noch einen ganz besonderen Beitrag und zwar die letzte Folge von Wo bin ich im Jahr 2015 und da muss ich mich jetzt ganz schnell ins Gebirge begeben. Also seien Sie gespannt und wir sehen uns gleich wieder. Herzlich willkommen bei Expert, Ihrem freundlichen Elektronikfachmarkt in Freital. Auf 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche bleiben keine Wünsche unerfüllt. Fernseher, Tablets, Handys, Kaffeemaschinen, Spiele, Waschmaschinen, DVDs und Zubehör. Bei Expert stimmt einfach alles. Beratung, Preis, Qualität und Service. Ihren freundlichen Expert-Elektronik-Fachmarkt finden Sie in Freital auf der Wilstroffer Straße 33. Expert. Seit 50 Jahren preiswert und kompetent. Jetzt wird gekauft. Der Sommerschlussverkauf im Pirnaer Möbelhandel mit heißen Rabatten wird Sie begeistern. Worauf warten Sie noch? Auf zum Pirnaer Möbelhandel, Rottwandorfer Straße 43, zum Sommerschlussverkauf. Denkst du an die Umwelt? Dann steig um auf die Biotonne. Hausmüll wird reduziert und aus Bioabfällen entsteht wertvoller Kompost. Gleiches Volumen, geringere Kosten. Als sinnvolle Ergänzung auch für Kleingärtner. Jetzt informieren und bestellen. Bis 30. Juni 2016 ohne Entleerungsgebühr. Biotonne. Gut für die Umwelt und für den Geldbeutel. Wo vereinigen sich die rote und die wilde Weißeritz?
Das Schloss Lauenstein thront hoch über dem. Der wievielte Bundespräsident Deutschlands war Christian Wulff? Alles Fragen, die beim Vereinsquiz 2015 gestellt werden könnten. Und wenn Sie glauben, die Antwort zu wissen, dann sollten Sie sich einfach anmelden. Die Anmeldung ist möglich für alle Vereine und Gruppierungen, die gern einmal beim Vereinsquiz mitmachen möchten. FRM kommt direkt zu Ihnen in den Verein. Wir stellen dem Verein 10 Fragen und dann ist die Möglichkeit, ins große Finale Ende November zu kommen. Und dann geht es um sagenhafte 300 Euro für die Vereinskasse. Also man kann eigentlich nur gewinnen. Und ich sage jetzt, anmelden an alle Vereine zum FRM Vereinsquiz 2015. 300 Euro abfassen und noch eine Menge Spaß mit FRM haben. All das ist möglich beim Vereinsquiz 2015. Der Einsendeschluss ist der 31. August. Also mitmachen, es lohnt sich. Und wir sehen uns dann bei Ihnen, bei euch im Verein. Eins habe ich noch vergessen, und zwar den Kontakt zu FRM. Den bekommt ihr am besten für eure Anmeldung unter info@frm-tv.de. Willkommen bei Wo bin ich? Dem sommerlichen Ratespaß bei FRM. Präsentiert von der Mobilforumgruppe mit Autohäusern in Diepoldiswalde und Pirna. Mobilforumgruppe, Unternehmen Automobil. Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe unseres Sommerrätsels, und da habe ich mich mit dem Opel Karl auf ins Gebirge gemacht, und jetzt stehe ich schon hier am Fuße des gesuchten Ortes, oder besser gesagt des gesuchten Berges. Dieser ist 905 Meter hoch. Wenn man dort oben steht, könnte man bei schönem Wetter das Elbtal bei Dresden sehen, man kann das Isargebirge sehen und sogar die Schneekoppe im Riesengebirge. Das ist ein sehr schönes Wandergebiet im Winter, genauso wie im Sommer. Und jetzt frage ich Sie, wo bin ich? Wenn Sie es wissen, und daran gibt es für mich überhaupt keinen Zweifel, dann rufen Sie doch einfach an die 03504 61 62 10. Schreiben Sie am heimischen PC oder am Handy eine E-Mail an info@frm-tv.de oder spielen Sie ganz entspannt auf unserer Facebook-Seite mit. Einsendeschluss ist der 30. August. Schreiben Sie, telefonieren Sie, wo ich mich gerade befinde, und Sie können wieder ein Essen für zwei Personen in einer wunderschönen Gaststätte hier ganz in der Nähe gewinnen. Also mitmachen lohnt sich. Achso, zwei Tipps habe ich noch für Sie. Der gesuchte Berg ist der dritthöchste des Osterzgebirges und der höchste auf der sächsischen Seite des Osterzgebirges, und er liegt direkt bei Altenberg und nicht weit zur tschechischen Grenze. Ja, liebe Zuschauer, und jetzt sind wir hier im Hofladen von Gut Pesterwitz, und hier gibt es natürlich neben anderen Leckereien auch die Weine, die hier angebaut werden, zu kaufen. Herr Volde, natürlich gibt es jetzt noch keinen 2015er Jahrgang, der hängt ja noch an der Rebe, aber den 2014er. Vielleicht von Ihnen eine kleine Erklärung oder eine kleine Empfehlung, was ist denn so ein toller Wein aus dem letzten Jahr? Ja, also wir sind ja bekannt, oder Sachsen generell, für trockene, feinrassige Weißweine, das ist so das Typische für uns. Müller-Thurgau ist so die Hauptanbausorte. Ein bisschen verwandt davon ist der Bacchus, der sehr gut nach Pesterwitz passt. Ja, und vom vorigen Jahr, die Weine sind ja zum größten Teil jetzt schon hier im Geschäft. Und da sind wir eigentlich stolz drauf. Denn zum Beispiel für diesen Bacchus aus dem Jahr 2014, ein trockener, schöner Schoppenwein, ein bisschen fruchtig, Pfirsicharomen, Muskataromen mit dabei, haben wir bei der Gebietsweinpremiere eine Bronzemedaille bekommen. Und für diesen lieblichen, das ist auch nicht alle Tage möglich, für diesen lieblichen Spätlese Solaris sogar eine Silbermedaille. Und darüber sind wir schon stolz. Das ist ja auch keine Massenware, die Sie hier produzieren. Wie viele Flaschen zum Beispiel von dieser lieblichen Spätlese gibt es denn? Ah, das sind ungefähr 700 Flaschen von der Spätlese. Vom Bacchus sind es ungefähr so 3.500 bis 4.000 so jedes Jahr. Also es ist keine Massenproduktion, wie Sie schon sagen, sondern wir sind eine kleine Lage hier am Stadtrand von Dresden. Und hier geht es nicht um Menge, hier geht es einfach um das Individuelle. Und wenn sich Lars Volde nach getaner Arbeit in seinen Sessel setzt und ein Gläschen Wein trinkt, was bevorzugt er?
Also ich trinke gerne Weißwein und ich freue mich richtig, wenn Besuch kommt, dann kann ich eine Flasche aufmachen, denn meine Frau trinkt nie allzu oft Wein mit. Und ja, diesen Bacchus, den ich gerade sagte, das ist schon so seit Jahren eigentlich so mein Lieblingswein. So, dann würde ich sagen, wir begeben uns dann nochmal auf den Weinberg und gucken mal, ob wir vielleicht auch ein Tröpfchen zusammen genießen können. Ja, und für den nächsten Beitrag bleiben wir in Freital. Wir haben uns dort mit einem Vertreter der AG Radverkehr unterhalten. Die wollen Freital fahrradtechnisch sicherer machen. Dazu gehört natürlich, dass man als Fahrradfahrer keinen Wein trinkt. Aber was die vorhaben und wie die das umsetzen wollen, liebe Zuschauer, das sehen Sie jetzt. Ja, liebe Zuschauer, zum Gespräch der Woche habe ich mich heute hier in Freital mit Herrn Müller verabredet von der AG Radverkehr hier in Freital. Die AG ist ein Zusammenschluss von mehreren Leuten, die sich das Ziel gesetzt haben, Freital für Fahrradfahrer freundlicher zu gestalten. Freundlicher und sicherer. Und wie wollen Sie das tun, Herr Müller? So, wir haben das als AG Radverkehr der Stadt Freital zur Aufgabe gestellt, und zwar die Sicherheit für den Radverkehr in der Stadt Freital für die Bürger zu erhöhen. Was laut der letzten Fragebogenaktion, was man so im Groben jetzt schon sagen kann, auch das Anliegen der Bürger ist, also eine größere Sicherheit für den Radverkehr in Freital zu haben. Ein großes Anliegen ist es uns, wie man ja also hier in diesem Bereich sieht, solche Schutzstreifen für Radfahrer oder sogenannte Angebotsstreifen auch über das weitere Gebiet der Stadt Freital zu schaffen. Nun ist ja das Wollen die eine Seite, das Können die zweite, es muss ja auch jemand bezahlen, es muss ja auch ins Verkehrskonzept der Stadt eingearbeitet werden. Ist das möglich? Das ist möglich, und zwar ist ja durch einen Beschluss des Stadtrates, wird also in dem kommenden Jahr eine neue Radverkehrskonzeption für Freital erarbeitet, wo auch Mittel eingestellt sind. Und dieses ganze Projekt soll also auch mit in diese Radverkehrskonzeption einfließen und damit also die Sicherheit dementsprechend für die Radfahrer dann erreicht werden. Wir haben jetzt im Hintergrund diesen Fahrradstreifen. Angebotsstreifen oder Schutzstreifen. Der hat was für eine Breite? Was ist dann dem Fahrradfahrer zur Verfügung? Also die Schutzstreifen für Radfahrer, das ist also so eine gestrichelte Linie, wie sie hier auf der Straße zu sehen ist, ist zwischen 1,25 Meter und 1,50 Meter breit. Und bietet also den Radfahrer einen eigenen, sag ich mal, Verkehrsraum, der auch zeitweilig von PKWs, also von Kraftfahrzeugen überhaupt, mit benutzt werden kann, also kann mit überfahren werden. Aber in dem Fall, wenn sich ein Radfahrer auf diesen Schutzstreifen befindet, dann ist nur ein Vorbeifahren möglich, wenn es dadurch für den Radfahrer keine Behinderung gibt. Herr Müller, Ihre Studie soll, oder Ihre Fragebogen, der wird ja auch jetzt ausgewertet oder ist ausgewertet worden und wird der Öffentlichkeit vorgestellt. Ja. Wann ist denn das und kann jeder teilnehmen? Ja, am 7.9. ist also um 18 Uhr im Freital in der Gaststätte Goldener Löwe eine Veranstaltung unserer AG, wo wir das Ergebnis der Fragebogenaktion auswerten wollen. Dann können wir noch hoffen, dass Sie ein offenes Ohr bei der Kommunalpolitik der Stadt haben. Ja, das denken wir auf jeden Fall. Am Anfang war es nicht ganz so, aber jetzt gibt es eigentlich eine relativ gute Zusammenarbeit und man hat auch gemerkt, dass man an uns nicht ganz vorbeikommt. So, und jetzt sagen Sie mal, wenn alles gut gehen würde, wann könnte man denn damit rechnen, dass es passiert? Ich denke, dass sowas relativ schnell umsetzbar ist, weil es ja kein großer baulicher Aufwand ist. Also es müssen nicht extra Radwege gebaut werden, sondern es betrifft eigentlich nur Markierungsarbeiten, die durchgeführt werden müssen. Und die sind natürlich auch wesentlich kostengünstiger als separate Radwege. Dann hoffen wir, dass es im Sinne der Fahrradfahrer bald passiert, dass Freital freundlicher wird für Fahrradfahrer und vor allem, dass die Unfallgefahr dadurch extrem behindert wird. Ja. Das hoffen wir auch, dass sich das alles zu einem positiven Ergebnis wendet. In diesem Sinne, liebe Freitaler Fahrradfahrer, es wird bald besser werden hier in der Stadt, denn wir merken es ja hier an der Dresdner Straße, der Verkehr ist wirklich extrem, gerade jetzt zur Feierabendzeit. Ja, genau, kann man also genauso sagen. Danke Ihnen, Herr Müller. Ja, bitte. Ja, und da sind wir wieder zurück hier auf dem Weinberg in Pesterwitz. Herr Volde, am Wochenende haben Sie ja für alle Weinfreunde etwas ganz Besonderes in petto, und zwar den Tag des offenen Weinberges. Was wird denn da geboten?
Ja, das ist eigentlich schon eine längere Tradition von allen Winzern im Elbtal, dass das letzte Augustwochenende dafür genutzt wird, die eigenen Keller, die Höfe oder den Weinberg vorzustellen, die Leute einzuladen. Und wir machen das immer hier draußen auf dem Weinberg. Bei schönem Wetter ist das auch meistens ein Erfolg, weil wir hier eine schöne Aussicht haben. Viel Angebot für die Kinder. Aus unserem Reiterhof kommen Pferde, die können kostenlos reiten, kriegen mal ein bisschen Kontakt. Vor allen Dingen kleine Mädels sind das, die sich da interessieren. Wir haben alte Traktoren da, mit denen die Kinder durch den Weinberg fahren. Zum Nachmittag, zum Abend hin auch manchen Opa dann, wenn er ein Gläschen Wein getrunken hat. Ja, und Hüpfburg, was zu essen natürlich, Flammkuchen, was zum Wein gehört. Und wir schenken natürlich unseren Wein, vor allen Dingen den vom vorigen Jahr, den Jahrgang aus. Und gleichzeitig ist das auch die Eröffnung unserer Besenwirtschaft, die wir hier betreiben auf dem Weinberg. Und ja, da sind alle herzlich eingeladen. Ich habe mir extra einen neuen Strohhut gekauft. Wir hoffen auf schönes Wetter und ja, würden uns freuen, wenn viele vorbeischauen. Ja, wie durch Stichwort, Herr Volde, fällt gerade hinter uns der Besen um. Wir holen den nochmal hoch. Besenwirtschaft, was bedeutet das eigentlich? Ja, also Besenwirtschaft oder Straußwirtschaft oder Buschenschank in anderen Regionen, das ist noch von Königszeiten ein altes Schankrecht, was da gegeben wurde, so wie bei Gaststätten zum Beispiel, wo also Winzer eine gewisse Zeit, nur begrenzt, auf ihrem Weinberg ihre Weine von dem Weinberg ausschenken können mit Familienangehörigen und es darf nur leichte Kost gegeben werden und wie gesagt, die Sitzplätze und die Zeit ist nur begrenzt. Wir machen das jetzt von Ende August bis Mitte Oktober, wie das Wetter sein wird, immer Freitag, sondern Sonntag ab 16 Uhr. Ja, und bei Regen hängt der Besen nicht draußen, weil eben dann geschlossen ist. Ja. Gut, bevor wir uns jetzt ein Gläschen Pesterwitzer Wein an den Rosé schmecken lassen, haben wir jetzt noch geben wir den Zuschauern noch die Möglichkeit, so eine Flasche zu gewinnen. Und zwar, liebe Zuschauer, wenn Sie ordentlich aufgepasst haben, müssten Sie jetzt wissen, wie viele Rebsorten hier auf dem Weinberg angebaut werden. Wenn Sie es wissen, schreiben Sie uns, rufen Sie uns an oder machen Sie per Facebook mit. Wie gesagt, zu gewinnen gibt es ein wunderschönes Tröpfchen hier vom Gut Pesterwitz. So, liebe Zuschauer, und wir kommen jetzt zum letzten Beitrag. Am letzten Donnerstag wurde die Presse darüber informiert, dass der ehemalige Praktiker Baumarkt in Heidenau zum Erstaufnahmelager umfunktioniert wird. Das heißt, noch in dieser Woche werden bis zu 600 Asylsuchende dort unterkommen. Und die Landesdirektion hat, wie gesagt, zum Pressetermin eingeladen und wir konnten auch mit zwei Verantwortlichen sprechen und das wollen wir Ihnen jetzt zum Schluss der Sendung zeigen. Und wir beide möchten uns zuvor verabschieden. Ich denke, wir stoßen auf ein gutes Weinjahr 2015 an und wünschen Ihnen einen schönen und vor allem sonnigen Tag des offenen Weinbergs. Recht schönen Dank. Sehr zum Wohl. Ja, das schmeckt doch lecker. Mhm. Ja, Dr. Felber, vielleicht können Sie uns ganz kurz nochmal die Zeitschiene durchgeben, was dann in den nächsten Stunden und Tagen bis Montag hier passieren wird. Ja, also im Augenblick ist es so, dass in der oberen Etage des Baumarktes Liegen aufgebaut werden. Die werden dann noch in der Fläche verteilt. Dann wird man noch ein paar leichte Wände dazwischen stellen. Und dann wird es so sein, dass im Verlauf des heutigen Abends wohl die ersten Asylbewerber aus Chemnitz kommen, hier eintreffen und hier untergebracht werden. Parallel wird man noch Baumaßnahmen durchführen, kleinere Baumaßnahmen, die dazu führen, dass die Sicherheit hier in diesem Haus sich weiter verbessert. Insbesondere wird es also einen Sicht- und Splitterschutz für die Fenster nach draußen geben. Darüber hinaus geht es natürlich darum, die Sanitärversorgung zu sichern. Ein Baumarkt hat eben nun mal bloß Kundentoiletten und Toiletten für die Mitarbeiter. Das reicht jetzt für die Belegung nicht aus. Deshalb wird man also im Außenbereich auf dem Parkplatz noch Container aufstellen, sowohl solche mit Toiletten als auch solche mit Duschen. In der Endausstattung, die wir hoffen, am Wochenende erreicht zu haben, wird es dann also hier insgesamt 40 Sitztoiletten geben, noch ein paar Urinale und darüber hinaus 30 Duschen, jeweils getrennt nach Männern und Frauen. Und dann wird parallel die Belegung weiter erfolgen, denn es kommen ja ständig neue Asylbewerber in Sachsen an. Sodass wir im Verlauf des Samstags und des Sonntags dann insgesamt die Belegung von 600 Asylbewerbern in dieser Einrichtung erreichen werden. Wie lange werden die Asylsuchenden hier in der Regel bleiben? Gibt es eine Obergrenze, die der Gesetzgeber festgeschrieben hat. Das ist so, dass die Erstaufnahmeeinrichtung maximal ein Vierteljahr durch einen Asylbewerber genutzt werden sollte. Und es ist aber so, das hängt natürlich wesentlich davon ab, wie schnell das Bundesamt es ermöglicht, dass der Antrag auf Asyl gestellt wird und die erste Anhörung erfolgt.
wenn das geschehen ist, ist im Prinzip eine Verteilung in die Landkreise und kreisfreien Städte möglich, aber das hängt dann immer auch davon ab, wie viele Kapazitäten zur Unterbringung dort zur Verfügung stehen. Wissen Sie denn, was den Ausschlag gegeben hat, dass der Praktiker jetzt doch als Erstaufnahmelager genutzt werden kann? Es sollte ja weiter Handelseinrichtung bleiben, so der Besitzer noch vor wenigen Tagen. Ja gut, das ist die Ansicht des Besitzers damals gewesen, können wir nichts dazu sagen. Also das DRK hat sich mit uns gemeinsam diese Einrichtung oder dieses Gebäude angeschaut. Und wir haben das beide für geeignet gefunden, unter der Maßgabe, dass man eben bestimmte Verbesserungen, die jetzt in den nächsten Tagen erfolgen werden, vornimmt. Und insofern haben wir mit der Einstellung, dass das also ein Baumarkt bleiben sollte, erstmal nichts zu tun. Für uns war das von vornherein klar, es würde funktionieren. Was haben Sie für ein Sicherheitskonzept? Also zur Sicherheit in dieser Einrichtung, die wird natürlich von innen nach außen organisiert, gehört, dass hier ein Wachdienst vor Ort ist, rund um die Uhr. Heute beginnend zunächst mit 8 Personen und das wird dann in der Belegung aufgestockt auf insgesamt 16. Die Polizei kennt das Objekt darüber hinaus, es geht auch um die Sicherheit außenrum und insbesondere auch darum, die Einrichtung selber vor Angriffen von außen zu schützen. Die Polizei kennt das Objekt, ist mit Streife vor Ort und müsste gegebenenfalls natürlich verstärken, aber ich bitte Sie da um Verständnis, dass wir zu den Einsatzplänen der Polizei nichts sagen. Gestern gab es ja auch hier eine Demonstration in der Nähe gegen die Asylunterkunft. Können Sie sich solchen Tumulte auch wie in Freital vorstellen? Na gut, das weiß man im Augenblick nicht, wie sich die Sache entwickelt. Es ist nur so, dass wir die Erfahrung machen, und das machen dann auch die Bewohner eigentlich, dass bei sehr vielen Einrichtungen, die wir ja schon in Betrieb haben, das ist mittlerweile hier in Heidenau als Unterkunftseinrichtung die 20. die wir in Betrieb nehmen, dass dort der Betrieb sehr, sehr ruhig läuft und dass es eigentlich keinen Grund gibt, Angst zu haben. Es ist vielleicht so, dass man einfach versuchen sollte, eben auch Kontakt zur Einrichtung selber herzustellen und vielleicht auch Kontakt zu Asylbewerbern, die ja unterwegs sein werden in Heidenau, das ist ganz klar, die haben die Möglichkeit, sich frei zu bewegen, die werden einkaufen gehen, dass man den vielleicht auch sucht. Es gibt auch viele in Heidenau, die nicht protestieren, haben wir gehört. Es gibt auch welche, die schon Hilfsangebote machen. Und darauf sollte man sich vielleicht stärker konzentrieren und orientieren. Kritikpunkt ist doch immer die mangelnde Information. Wir haben es heute gehört, bei der kurzen Stunde hier waren 3 Firmeninhaber oder Werkleiter dabei, die sagten, wir sind bis jetzt nicht informiert worden. Ist das System? Das ist natürlich kein System, sondern es hängt ganz einfach damit zusammen, dass solche Entscheidungen in der Regel sehr kurzfristig fallen. War auch in diesem Fall so, die Entscheidung, diese Einrichtung hier zu nutzen, ist am Mittwochnachmittag, späten Nachmittag gefallen. Wir haben dann umgehend, weil wir glauben, dass wir natürlich erstmal die Medien nutzen sollten, um eine Information nach draußen zu bringen, dazu eine Medieninformation verbreitet, die ja auch auf breiter Ebene angenommen und verteilt worden ist, sodass wir schon davon ausgehen können, dass die Bürger erstmal grundsätzlich über diese Einrichtung informiert gewesen sind. Wenn man so will, ist auch ein Zeichen dafür, dass es schon am ersten Abend, nachdem die Meldung draußen war, sich hier Protest vor der Einrichtung formiert hatte. Wir haben darüber hinaus heute Morgen noch eine Anwohnerinformation in die umliegenden Häuser, in die Briefkästen verteilt. Und es wird dann auch künftig hier vor Ort sowohl das DRK als Betreuer als auch natürlich der Sicherheitsdienst als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, falls sich wirklich irgendwo Probleme zeigen sollten. Dann muss man das mit denen gemeinsam im direkten Gespräch klären. Der Ministerpräsident hat ja jetzt gestern die neuen Zahlen verkündet. Über 10.000 Erstaufnahmeplätze sollen in Sachsen geschaffen werden. Können Sie noch ruhig schlafen? Wissen Sie, wie Sie das stemmen sollen? Es ist in der Vergangenheit so gewesen, dass wir den ja doch seit Juli sehr stark ansteigenden Zugang an Asylbewerbern bewältigt haben. Man hat jetzt Zahlen, die eine bessere Orientierung geben als die, die wir im Frühjahr hatten. Das heißt, die Überraschung, dass viele kommen, ist geringer. Und wir werden gemeinsam mit dem Sächsischen Immobilien- und Baumanagement, das ja hier die entsprechenden Objekte ausfindig macht und prüft, versuchen, diesen Zugang zu bewältigen. Aber Sie sagen, es ist möglich? Ich kenne jetzt nicht das Portfolio des Sächsischen Immobilien- und Baumanagements. Ich gehe aber davon aus, dass der Freistaat eine ganze Reihe von eigenen Immobilien hat, die in Betrieb gesetzt werden können. Und wir sehen auch an diesem Baumarkt hier, dass man relativ kurzfristig Unterkünfte finden kann. Und ich denke, das wird auch weiterhin der Fall sein. Ja, noch sieht es nicht so aus, aber es ist ja so, dass in wenigen Stunden oder Tagen hier wirklich bis zu 600 Asylbewerber untergebracht werden müssen. Das DRK übernimmt die Absicherung, die Versorgung. Wie gestaltet sich das? Ja, also wir sind jetzt, wie Sie im Hintergrund sehen, gerade dabei, die ersten 200 Plätze zu schaffen mit Zeltbetten.
Mit Feldbetten, Entschuldigung. Und das Ziel ist es, heute Abend diese erste Kapazität erlangt haben. Heute Nacht sollen wohl schon die ersten kommen, so genau wissen wir das noch nicht. In Summe sollen bis zu 600 Plätze hier geschaffen werden, also 550 bis 600. Das kommt es darauf an, wie wir die Betten auch stellen können. Ansonsten sind wir als Deutsches Rotes Kreuz hier der Betreuer der Flüchtlinge. Das heißt, wir kümmern uns darum, dass eben sowas wie hier diese logistische Ebene funktioniert. Wir bereiten oder stellen den Flüchtlingen neben dem Bett auch einen Schlafsack oder eine Decke und ein Hygieneset zur Verfügung. Und wir haben auch mit dem Caterer Absprachen getroffen, dass sie auch sozusagen versorgt werden hier rund um die Uhr mit 3 Mahlzeiten am Tag. Nun ist ja das hier in Pirna kein Einzelfall. Diese Erstaufnahmelager, die wachsen ja. Die sprießen ja wie Pilze aus dem Boden. Ist denn irgendwann noch mal die Kapazität des DRK begrenzt? Sie arbeiten ja mit Freiwilligen und mit ehrenamtlichen und hauptamtlichen Kräften. Wie weit können Sie das denn überhaupt noch durchstehen? Also das ist eine gute Frage. Wir sind in einer Verfassung, die natürlich sehr angespannt ist. Das brauchen wir auch nicht leugnen. Aber da wir auch jetzt nicht mal plötzlich sagen mal 3000 Plätze schaffen, sondern hier auch in schrittweise arbeiten können, kommen wir auch mit dieser Nachfrage zurzeit auch hinterher. Das heißt, wir versuchen immer am Anfang solche Lösungen wie hier auch viel mit Ehrenamt abzufedern. Das ist natürlich auch eine Belastung fürs Ehrenamt, aber wir sind auch sehr dankbar für diese Einsatzbereitschaft des Ehrenamtes und dann sukzessive in den Regelbetrieb überzugehen. Das heißt, wir versuchen dann auch Stellen zu schaffen, hauptamtliche Stellen zu schaffen, die wiederum dann diese Betreuung, die noch ein bisschen längerfristig sein wird, so wie sie es zumindest zurzeit darstellt, gewährleisten können. Wie viele Kräfte werden hier gebunden sein von Ihnen? Aber wir gehen jetzt davon aus, dass wir, glaube ich, mit ungefähr 16 Kräften in 3-Schicht-Systemen da sein werden. Aber so insgesamt gehen wir sachsenweit zurzeit mit 200 bis 250 Einsatzkräften des DRKs, hauptamtlich wie ehrenamtlich, im Einsatz. Was sind denn so die Besonderheiten, wenn Sie so ein Objekt wie so einen ehemaligen Baumarkt praktisch fähig machen müssen, um hier Menschen unterzubringen? Da ist doch, das ist doch ein ganz bestimmtes Umfeld, wo man sagt, ja, wo gibt es denn hier die großen Schwierigkeiten? Na gut, für uns im Sinne der Betreuung ist es natürlich erstmal wichtig zu schauen, wo finden wir A, den Platz für die Betten, können wir vielleicht auch kleinteiligere Lösungen finden, das heißt, dass wir auch Möglichkeiten für Familien beispielsweise schaffen, aber die größte Herausforderung sind immer die sanitären Einrichtungen, das heißt, wir müssen auch hier wieder Container bestellen, an Toiletten nachordern und Duschmöglichkeiten schaffen, die in so einem Baumarkt einfach nicht vorhanden sind und das ist eigentlich die größte Herausforderung zurzeit hier. Das ist vielleicht jetzt eine provokante Frage, aber wissen Sie denn, was so ein Einsatz dann am Tag kosten wird im DRK? Das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Wir gehen in Vorleistung aufgrund des Paragraphen 1 des Deutschen Rotkreuzgesetzes, leisten wir humanitäre Hilfe und wir werden erst am Ende schauen, was das alles gekostet hat. Und wir arbeiten jetzt mal ohne Vertrag einfach aufgrund der humanitären Notlage.